Ja, hallo zusammen, wie wir sehen, bin ich heute mal hinter dem Schlagzeug, weil ich euch gerne einmal was zeigen wollte. Und zwar geht es heute darum, welche Komponenten in einer Marching Band am Schlagzeug eigentlich imitiert werden können und es ist eben nicht anders möglich, als dass ich euch das jetzt hier hinter dem Schlagzeug mal zeigen werde. Also, es braucht drei Komponenten: die Hi-Hats, die Snare-Drum und die Bass. Andere wie Percussion und so kann natürlich auch noch eingesetzt werden. Aber die Hi-Hat, Bassdrum und Snare-Drum sind die Grundbasis für die Imitation einer Marching Band bzw. deren Schlaginstrumente. Bei der Hi-Hat muss ich einiges erklären und deswegen gibt es dazu noch ein spezielles Video. Denn so einfach, wie man die Hi-Hat einstellt, ist es nämlich überhaupt nicht. Da gibt es einiges zu beachten und deswegen gibt es dafür noch ein spezielles Video dazu. Genauso verhält es sich mit der Snare Drum, wobei bei der Snare Drum halt einfach die Snare Drum in einer Marching Band imitiert wird, aber dazu gibt es eben auch noch mal ein spezielles Video und zur Bassdrum auch. Das war's also schon für dieses Video. Macht es gut, ciao.